Die Geschichte bei Nico Rosberg ist folgende. Bei ihm ist der Gaspedaldämpfer kaputt gegangen. Ein ganz interessantes Teil. Früher in den good old days war das Gaspedal ganz einfach über eine Mechanik mit der Drosselklappe verbunden. Der Fahrer hat das Gaspedal durchgedrückt, ein Seilzug hat dann die Drosselklappe geregelt. War mal. Jetzt haben wir Drive-by-Wire und das Gaspedal ist elektronisch gesteuert. Also es gibt einen Sensor direkt hinter dem Gaspedal, der die Gaspedalposition abnimmt, das in ein elektrisches Signal umwandelt, das an das Motorsteuergerät weitergibt. Dann wird das alles verarbeitet. Weil das kein Gefühl geben würde für den Fahrer, der braucht einen Druckpunkt, ein Gefühl, gibt es diesen Dämpfer direkt hinter dem Gaspedal. Eigentlich bräuchte es nur eine Feder, um das Gaspedal wieder in die ursprüngliche Stellung zurückzubringen, aber für dieses Gefühl gibt es diesen Dämpfer. Und der ist bei Nico Rosberg kaputt gegangen. Erst ist das Gaspedal dann hängen geblieben, später ist es dann noch zu ihm gekommen, sodass gar nichts mehr möglich war.